Ich werde Ihnen heute zeigen, wie man mit der Seroshield Disc einen Seroshield wechselt für Phonak-Geräte mit externem Hörer. Die Seroshield Disc hat zwei Öffnungen. Die erste Öffnung mit dem Mülleimer-Symbol wird zum Entfernen der gebrauchten Filter genutzt. Mit der zweiten Öffnung wird ein neuer Filter eingesetzt. In der Disc befinden sich 8 Seroshields, gut geschützt gegen Staub und Schmutz. Benutzte und neue Seroshields werden im Inneren der Disc nicht miteinander vermischt. Um einen Filter auszuwechseln, drehen Sie zuerst den Deckel der Disc, bis in der zweiten Öffnung ein neuer Seroshield sichtbar ist. Um den Deckel zu drehen, benutzen Sie beide Hände und platzieren die Daumen an der Außenseite, wo die Pfeile zu finden sind. Platzieren Sie die Daumen nicht auf den Öffnungen, da sonst die Drehung blockiert werden kann. Platzieren Sie die Zeigefinger auf der Unterseite der Disc. Bewegen Sie den linken Daumen nach oben und den rechten Daumen nach unten, um den Deckel im Uhrzeigersinn zu drehen. Bitte drücken Sie die Disc nicht zusammen, da dadurch die Reibung erhöht und sich die Disc schwer drehen lässt. Wenn Sie 2 Klicks hören und spüren, haben Sie die richtige Position erreicht, um die Seroshield auszutauschen. Ziehen Sie jetzt den Dome mit den Fingern nach vorne vom Hörer ab. Drücken Sie den Hörer rechtwinklig in Öffnung 1 mit dem Mülleimer-Symbol, bis Sie den Klick hören und fühlen. Wechseln Sie jetzt in Öffnung 2 und wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um einen neuen Seroshield aufzunehmen. Führen Sie den Hörer rechtwinklig in die Öffnung, bis Sie einen Klick hören und fühlen. Der Filter ist nun korrekt platziert. Als letztes setzen Sie nun den Dome auf den Hörer. Der Wechsel ist nun abgeschlossen.